Ein herzliches Willkommen zurück zu Mark of the Ninja. Wir starten eine neue Mission und können wie jedes Mal hier die neuen Sachen auswählen, die wir uns kaufen wollen. Letztes Mal haben wir uns die Giftwolke gekauft. Wir können jetzt beispielsweise die verbesserten Stachelminen noch kaufen. Die verursachen keinen Lärm mehr, wenn sie auf den Boden aufschlagen. Oder so Krähenfüße, wenn sie ausgeworfen wurden, dringen sie tief in die Füße von jedem ein, der darauf tritt. Hier gibt's noch so ein Blitzlicht, so ein Licht einfach. Wir können besser Schlösser knacken oder einen Gleitkick oder diesen Schwungkick. Wir können aber auch düsterer Vorbote, visiere eine Stange an, während du eine Leiche festhältst und drücke rechte Maustaste, um die Leiche daran zu hängen. Das werde ich mal machen. Ja, will ich. Ja, meine Maus macht mal wieder Doppelklicks. Ich weiß nicht warum, aber ich habe mir schon eine neue bestellt. Sie müsste morgen oder übermorgen ankommen und dann ist das alles wieder vorbei. Dass meine Maus einfach mal meint, sie müsste irgendwas anklicken, ohne dass ich es will. Und wir wählen wieder unsere Standardausrüstung aus. Und ich würde sagen, starten wir in die neue Mission. Wow. Look at that chasm. My advice? Move fast and don't look down. Gut, wir sollen uns sehr schnell bewegen. Wir sind in den Katakomben und wir sollen mindestens oder töte 3 Wachen mit Gasmasken, die sich im Giftgas aufhalten. Okay, verstecke 3 Leichen im letzten Raum. Reite auf der Kiste den Schacht bis ganz nach oben, ohne runterzufallen. Okay. Werden wir alles sehen? Ob wir wissen, wann der letzte Raum ist oder nicht, werden wir alles sehen. Zack, zack. Und schnell hier hoch. Guess I'll have to find another way around. Hoppala. Go on, I'll catch up. Oh, jetzt haben wir unsere Freundin dann natürlich zurückgelassen. Ich schaue jetzt nochmal ganz kurz, was da jetzt drin war. Oder wo es da oben lang geht, beziehungsweise wo es hier unten lang geht. Hier ist ein Raum. Watch your footing on those ledges. They don't look very solid. Nein, ich wollte da nicht runterspringen. jetzt bin ich hier oben. Toll. Zack. Ah, da oben kann ich lang, zum Glück. Sehr gut. Ich weiß gar nicht, warum wir jetzt hier oben sind, aber... Ja, wir sind jetzt halt hier oben. Keine Ahnung, warum er uns jetzt hier hingespawnt hat. Aber das soll uns jetzt mal nicht davon abhalten, hier weiterzugehen und... Hier mal schauen, was. Da unten geht es anscheinend weiter. Was denn das hier ist? Das können wir öffnen. Sehr cool. Ah, ne, wir können es schieben. Ah, hier ist ein Geheimgang. In Ordnung. Was ist denn noch da hinten? Nochmal ein Geheimgang. Sehr cool. Okay. Da ist eine Rolle auf jeden Fall mal. Dann holen wir die uns mal zu. Upsala. Upsala. Zuerst. Ninja must never fear death. Tsuji refused to die. He was corrupted by a power that had no purpose. I give my last coins to an old scar-cheeked merchant. What have I to lose? That corridor is full of poison. If you move fast, it won't kill you. I just hope there's fresh air on the other side. So, gut. Haben wir uns schnell mal die Rolle geholt aus dem Giftgas. Ich will jetzt trotzdem mal schauen, ganz kurz, was hier noch ist. Ah, nee, da wären wir von der anderen Seite hochgekommen, glaube ich. Okay, dann geht's doch da hinten weiter. Sehr gut. Dann müssen wir also durch das Giftgas. Ich versuche jetzt hier mal so schnell wie möglich. Da oben ist frische Luft. Sehr gut. Da können wir einfach mal uns oben entlang hangeln. Und jetzt schnell hier raus und zack, ohne zu sterben, durch das Giftgas gehuscht. They're using those crates to haul weapons. Nobody will notice if you ride along too. Ah, dann können wir uns jetzt hier dranhängen, sehr gut.
Oh, shit. Okay, da muss ich... Ey, da muss ich mich ja richtig beeilen. Okay, mal schauen, ob der es so schnell schafft. Ich hoffe mal. Zack, 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 zack. Oh, okay. Ja, okay, cool. Wir können also das Schloss auch knacken, wenn wir noch 10 Meter davon entfernt sind, aber das, wie so oft, soll uns ja nicht stören, wenn so kleinere Spiel... Ja, Fehler sind es ja nicht, aber Unlogischkeiten eingebaut sind. Oh, ich glaube, da... Ja, gut. Gehen wir mal hier an die Seite. Das sind nämlich Leute. Wir müssen ja 3 Leute töten, die im Giftgas sind. Das könnten wir hier mal versuchen. Zack, runter. Zack. Ich hoffe, wir kriegen jetzt noch unser... Zack, da raus. Sehr gut. Okay. Ja, das haben wir doch geschafft. Wir haben schon 2 getötet. Von 3. Ganz knapp überlebt, aber hey, was will man denn mehr? Wow, 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 shit. Da kommen sie in unsere Richtung. Ich hoffe mal nicht, dass sie uns entdecken. Sie kommen hier runter auf jeden Fall. Okay. Nein, nein, meine Fresse. Oh, nö. Der sollte doch nicht schlagen, der sollte die... Oh. Mann, Mann, Mann. Vielleicht können wir auch... Okay, hier unten ist gar nichts. Oder wie sehe ich das? Nein. Dann gehen wir also doch nochmal hier hoch und versuchen sie dann wirklich zu töten. Und nicht nur zu schlagen. Nein, 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 die drehen ja jetzt um. Shit. Nein, nicht schlagen, meine Güte. Zack. Ja, komm. Erschieß mich. Meine Güte. Und so Ninja ist echt manchmal ein wenig schwer von Begriff. Dann würde ich mal sagen, gehen wir einfach mal hier oben lang. Und versuchen einen anderen Weg. Vielleicht, ich will die jetzt kriegen. Das würde mich jetzt aufregen, wenn ich die nicht... Yes! Sehr gut. Die haben wir. So geht's doch viel einfacher. Scheiße, komme ich da hoch? Ja, komme ich hoch, sehr gut. Einmal um die Tür rum und dieses Teil hier aktivieren. Die Laser kommen von oben, okay, gut. Zack, den dritten. Wow, 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 shit, okay. Hier ist nochmal, nein, 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 das mache ich jetzt gerade erstmal nicht. Okay, da können wir zum Glück... Können wir da an der Kante bleiben und kriegen Luft. Was jetzt natürlich auch schon wieder vor 10 Jahren war, aber meine Güte. Okay, da hätte man auch hochgekonnt. Dann gehen wir hier aber lieber wieder raus. Sonst kriegt uns noch das Giftgas. Ah, okay. Okay, auf der Kiste sollen wir bis ganz nach oben reißen, ohne runterzufallen. Ich hoffe mal, das funktioniert irgendwie. Nein. Zack. Ganz knapp, aber okay. Hat noch gereicht. Dann. Nein. Toll. Dann macht es doch mal. Jetzt habe ich das schon nicht mehr bekommen, oder wie? Ja, super. Naja, egal. Oh, shit, shit, shit. Das sind ja überall... Oha. Ja, gut, das hätten wir aber hinbekommen. Locker. Ach, schade. Naja, kann man nichts machen, wenn das Spiel meint, dass es so will, dann will es so. Zack. Und nach rechts. Und nach links. Und weg hier. Und schnell nach oben vielleicht auch mal. Ich weiß es nicht. Jetzt renn da hoch. Zack. Gerade noch so. Okay. Das haben wir geschafft. Dankeschön, liebe Kiste. Da können wir dann hier an der Wand weiterrennen. Okay.
Jetzt warte mal. Hier ist ein Laser von unten nach oben. Da ist ein Laser von oben nach unten. Hier ist ein Laser von rechts nach links. Schauen wir doch mal, was passiert. Wir sollten aber dafür... Scheiße. Hm. Komm mal wieder zurück, bitte. Wir sollten dafür natürlich oben auf die Kiste irgendwie kommen. Und... Danke. Machst du jetzt mal. Zack. Nein! Oh, zu früh. Tut mir leid. Nochmal. Das schaffen wir. Das ist nicht unmöglich. Boah. Zack, unten lang. Und weg hier. Boah, knapp. Ich halte das Teil mal an. Okay. Das heißt doch, das heißt, wenn wir mit dieser Kiste fahren wollen, heißt es, dass wir von diesem Laser getroffen werden. Heißt, anhalten. Gut. So. Perfekt. Zack, geschafft. Super. Das lief ja jetzt schon mal ganz gut. Die Folge ist bisher ja ganz gut. Ich bin noch nicht gestorben. Bin ich schon gestorben? Doch, ich bin einmal in den Abgrund gefallen, glaube ich. Ah nee, ich bin schon ein paar Mal gestorben. Ich wurde ja schon erschossen und alles. It's just past the next room, but there's a rusty old gate blocking the way. There's a way to open it from your side, but be ready. When the racket starts, every guard down here will come running. Okay. Hier wollen wir, glaube ich, nichts kaufen. Wir können auch gar nichts wirklich kaufen. Okay. Ah, wir haben einen neuen Stil freigeschalten. Pfad der Macht. Eine verstärkte Rüstung bietet dir zusätzlichen Schutz. Lässt dich deine Gegner schneller ausschalten und geräuschloses Töten stellt deine Gesundheit wieder her. Wow, fokussieren hält dann aber nicht mehr die Zeit an. Hm. Aber was bringt es uns denn? Also ich meine, die Gesundheit verlieren wir eh nicht, außer wir sterben. Und mehr Rüstung brauchen wir auch nicht, weil wir nie kämpfen. Bleiben wir bei unserem Standardstil. Tut mir leid für alle, die dann die anderen Stile vielleicht noch sehen wollten, aber irgendwie finde ich, machen die einfach keinen Sinn. Was ist denn hier so? Ah, okay, hier können wir uns also auf jeden Fall nachher mal verstecken. Hier sind ein paar Türen. Hier sind Schalter. Und ich glaube, ich mache jetzt erstmal die Lampen hier. Hey, die Lampen hier kaputt. Toll, den Schalter kann ich nicht mal aktivieren. Ah, den Schalter kann ich aktivieren. Dann kann ich den Schalter aktivieren. Und dann kann ich den Schalter aktivieren. Okay, wir sollten also... Wir müssen 88 Sekunden lang aushalten. Scheiße. Gut, wir haben keine 8 Sekunden ausgehalten. Nochmal. Gut, dann haben wir hier auf jeden Fall mal eine Decke, an der wir uns festhalten können. So, dann können wir uns jetzt hier mal drin verstecken, wo ich vorhin gemeint hatte. Und können ja mal hier schauen, wo denn die ganzen Gegner so rumlaufen. Eigentlich kann ich ja jetzt hier 70 Sekunden lang warten. Und wenn ich will, kann ich jetzt hier auch noch, zack, einfach mal ein paar Gegner ausschalten. Okay, da oben ist einer, der hat irgendwas gesehen von hier, aber da war ich doch gar nicht. Na gut. Oha, das ist ja mal böse. Zack, den habe ich. Den Hund, vielleicht kriege ich den auch von hier unten. Nee, den kriege ich nicht von hier unten, okay. Schade, Hundi, schade. Okay. Zack, den habe ich auch. Also die Stelle hier ist echt genial, auch wenn es hier vielleicht irgendwie ein bisschen... Pfad des Jägers haben wir freigeschalten. In Ordnung. Okay, da ist aber nichts. Oha, oha, scheiße, scheiße, das habe ich jetzt gar nicht... Scheiße. Verdammt.
Wieso bin ich jetzt bitte hier drinne? Das finde ich jetzt echt mal kacke irgendwie, dass da gleich mal ein Hund neben uns ist. Ja, super. Schön. Zack, die zwei schnell irgendwie hier versucht auszuschalten. 22 Sekunden haben wir noch. Die hier müssen wir noch ausschalten. In Ordnung. Und wieder hochgehen. Komm schon, noch 15 Sekunden. 11, 10, 9. Hier scheint niemand mehr zu kommen. 4, 3, 2. Der Hund, der wird uns nicht mehr entdecken, hoffe ich mal. So. Sehr gut, und hoch mit uns. Ha, geschafft, perfekt. Das lief eigentlich echt gut. Ich fand es so komisch, dass wir dann plötzlich da oben gespawnt sind. Ja, gern geschehen. Alarm ausgelöst. Leiche wurde gefunden, ja, ganz im Ernst. Och komm, jetzt zählt das eine Ding da hinten noch. Reiter auf der Kiste, den Schacht, ja toll. Okay, die Rollen haben wir auch nicht gefunden, also die Folge war echt irgendwie komisch. Haben wir nicht so ganz auf die Reihe bekommen, aber naja, gut. Ja, okay, ist halt so. Naja, vielen Dank fürs Zuschauen noch, für diese Folge. Und wir sehen uns in der nächsten wieder und ich hoffe, ihr hattet Spaß und bis dahin. Ciao, ciao.